Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und ich bin für euch wieder auf dem Diablo 3 PTA unterwegs und zwar haben wir den Patchstand 2.1.0. Heute möchte ich euch die dritte Folge von meinen Tiered Rift Runs zeigen. Ich hatte euch ja in den vergangenen Videos schon ein bisschen erklärt, wie das mit den Tiered Rifts funktioniert, beziehungsweise schon ein paar angespielt und jetzt habe ich mittlerweile einen Rift Key des Stufe 23. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger jetzt schon. Werde ich euch gleich zeigen. Aber erstmal gucken wir uns noch was anderes an. Und zwar wurde hier an der Bank ein bisschen was gedreht. Also wir hatten ja bis jetzt hier diese vier Bankfächer. Und jetzt ist es so, dass wir uns ein fünftes kaufen können. Kostet hier 400.000. Kaufen wir uns. Dann haben wir das vierte Bankfach. Und um das hier größer zu kaufen, zahlen wir nochmal jeweils 10.000. Und haben dann ein komplettes fünftes Bankfach. Finde ich eine sehr, 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 sehr gute Erneuerung von Blizzard. Ist zwar jetzt nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber besser als nichts. Weil ich habe schon auf dem Live-Server auf zig Chars meine Legendaries verteilt. Dass man hier jetzt mehr Platz hat, finde ich ganz gut. So, dann gucken wir uns aber das Rift an. Und zwar ziehen wir hier wieder diesen Great Rift Keystone rein. Machen es auf. Und starten dann gleich wieder im Rift. Und jetzt seht schon, jetzt haben die Gegner schon gut mehr Life nochmal. Mal gucken, ob das diesmal auch ausgeht. Das letzte Mal war ich ja im 22. Ja, jetzt bin ich gleich tot. Also das ist echt krass. Also in den Ketten, wenn ich da rein charge, kriege ich doch gut Schaden. Also darf man nicht unterschätzen. Was leckt auch schon wieder extrem hier der PTR. Das ist auch immer so ein bisschen ein Problem. Gerade dass immer, wenn ich in den Brocken schmeiße oder auch reincharge und dann gleich wieder rauslaufen will, dass das nicht so ganz funktioniert. Einfach aus dem Grunde heraus, dass das hier doch schon recht gut leckt. Ja, jetzt hauen mich die Gegner hier gleich am Anfang schon down. Das ist schon krass. Jetzt bin ich schon gut über der Zeit raus. Aber ich hasse auch hier so Kettenmobs. Das tut meine Charge-Skillung so ein bisschen untergraben. Weil ich da einfach zu viel Damage kriege, wenn ich da mal reincharge. Obwohl ich schon die Einheit anhab. Also, das muss man da immer auch noch mit einberechnen. Ich würde fast behaupten, dass ich hier schon mehr Schaden kriege als im T6. Aber. Ja, ich sterbe mich jetzt halt hier einfach so lange durch, bis sie tot sind. Und dann muss ich gucken, dass ich Zeit aufhole, ne? Also das Pack, das tut mich jetzt schon relativ gut aufhalten. Was zum Glück relativ nah am Eingang, also da geht das noch. So. Gut, das hat mich zwar jetzt gut aufgehalten, hat aber auch, wenn ihr seht, in der Leiste für die paar Mobs relativ guten Fortschritt gebracht. Dennoch muss ich jetzt gucken, dass ich wieder ein bisschen aufhole. Also, wenn ihr meine anderen Videos angeguckt habt, habt ihr bestimmt gesehen, dass hier am Anfang, also so Level 1, also diese großen Rift-Dinger, also die Tiered Rift, die sind halt in Level gestaffelt und Level 1, das war mit Normal zu vergleichen, würde ich sagen, und jetzt wird es halt immer schwieriger. Und ich weiß nicht, also die Ketten haben mich gerade schon fast mehr getroffen, als das im T6 der Fall ist. Wobei die normalen Mobs hier weniger Life haben. Also mir wurde gesagt, dass etwa Level 25 mit einem T6 vergleichbar ist. Was da jetzt genau so die Umrechnung ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt hier schon relativ knackig. Zumal ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich vor dem Balken hier bin. Also ihr seht, da haben wir die Zeit. Und das andere ist der Fortschritt. Und ich bin gerade mit der Zeit hinter dem Fortschritt. Nee, andersrum. Mit dem Fortschritt bin ich hinter der Zeit.
Heißt, da muss ich jetzt ein bisschen aufholen. Aber mal gucken, was wir jetzt dann noch für Packs haben, beziehungsweise wie schnell wir so durchkommen. Weil ich sollte gucken, dass ich mit den Packs, beziehungsweise mit dem Fortschritt vorm Rift Boss ein kleines Stück vorne bin, weil der Rift Boss einfach hier ein bisschen dauert, weil ich eine relativ schlechte Single-Target-Skillung habe. Und man hier drin die Skillung und die Paragon-Verteilung beziehungsweise Equip, man kann hier nichts ändern, also das bleibt alles fix. Deswegen sollte man immer schön schauen, wenn man denn in den Tier Drift geht, dass man die bestmögliche Skillung sich vorher auswählt, beziehungsweise auch das Gear vorher dementsprechend auswählt, dass man hier vernünftig durchkommt. Günstig. So, im Moment sieht es nicht so rosig wie mir aus. Jetzt schauen wir mal. Da seht ihr schon bei ein paar mehr Mobs, da punktet natürlich die Skillung wieder, aber sobald ich einzelne Mobs habe, beziehungsweise auch so Packs, an denen ich nicht ran darf, da merkt man relativ schnell, dass ich da Schwierigkeiten kriege, beziehungsweise auch extrem vom Laggen, dass wenn das mit dem Chargen nicht so ganz hinhaut, beziehungsweise mit dem Brocken, wenn der daneben geht, da verliert man da natürlich unheimlich Damage. Und mit dem Chargen in dem Sinne, wenn man sich in Anführungszeichen fair charged und das leere Charge hat man natürlich diese Cooldown-Reduktion nicht und somit fällt dann der Wutaufbau eigentlich gänzlich aus, weil mit der Skillung baue ich hauptsächlich Wut über den Charge auf. Und wenn der dann daneben geht und ich dann hier 10 Sekunden warten muss, bis ich wieder Wut krieg, also enorme Wut krieg, dann ist das schon blöd. Also sind mir zum Beispiel solche Gruppen schon wesentlich lieber. Seht ihr, jetzt bin ich gleich wieder gut vorangekommen. Na super. Darf den Tag nicht vor den Abend loben. Hier haben wir gleich schon wieder Kettenmobs. Na gut, die gingen jetzt eigentlich. Und ich komme nicht mehr raus. Blöd, wenn man eingesteckt wird. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder ganz am Anfang. Das wird mir jetzt gut Zeit kosten. Schauen wir mal. Na gut, ich kann immer noch in die andere Richtung abbiegen. Das ist in Ordnung. Also, wenn man hier in diesen Tier Drift stirbt, dann ist es halt so, dass man wirklich, wie ihr schon gesehen habt, nur eine Auswahlmöglichkeit hat. Also sprich, am Anfang sich wieder zu beleben. Deswegen sollte man hier möglichst vermeiden zu sterben. Gerade wurde ich jetzt eingesteckt, da war es leider nicht möglich, bin ich nicht mehr rausgekommen. Ich denke mal, wie weit man hier auch kommt, ist immer ein bisschen Glückssache, je nachdem, was man für ein Bild hat. Ihr seht ja, sobald ich ein paar mehr Mobs habe, dann bringe ich den Balken gut nach vorne. Mit Einzelmobs, wo ich dann noch Ketten am besten habe, wo ich dann hier mich länger beschäftigen muss, weil ich einfach keinen Wutaufbau habe, da geht natürlich dann der Balken kaum voran. Also das denke ich mal auch Glückssache. So, das ist natürlich jetzt echt blöd gelaufen, weil ich den kompletten Weg wieder abmarschieren muss. Ja, aber ich denke mal, jetzt habe ich einen kleinen Vorsprung hier, 75, 6 Minuten 36 bin ich. Wobei ich muss halt immer noch so eine Minute für den Rift Boss auf jeden Fall einplanen.
Er hat bei 22 hat er schon, also Level 22 rede ich jetzt, hat er schon fast 3 Mille gehabt oder über 3, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber schon, also nicht Mille, sondern Milliarden. Und da habe ich schon ein bisschen dran geknabbert. Also da wäre es dann fast sinnvoller gewesen, die Magierin mitzunehmen, um dann dementsprechend hier mit dem Schmelzofen diesen prozentualen Damage zu verursachen und so dahingehend den Riftboss schneller zu töten. Weil dann ist halt immer wieder die Frage, es wird halt hier auch vom Damage schwieriger, ob es dann noch ausgeht, zwecks Zähigkeit und Überleben. Ich hasse Geister. Also das ist für die Range-Barbs gelungen. Mit dem Brocken immer ein bisschen eklig. Weil der hat halt auch ein bisschen den Flugweg. Und dann geht er definitiv daneben, wenn die Geister schnell hin und her fliegen. Deswegen sind die so ein bisschen meine Hassgegner. Zumal ich im Moment, glaube ich, auch mit Ding spiele, mit Raufbold. Da ist es immer ganz, ganz nett, wenn man ein paar Gegner in Melee-Range hat. Also die Latenz geht da schon wieder hoch auf dem PTR-Server. Das ist ein bisschen nervig. Aber wenn ihr erstmal drin seid in einem Game, dann geht am besten nicht wieder raus, weil die Wartezeiten sind da fast eine Stunde, um in ein Game reinzukommen. Also da sollte man gucken, dass man möglichst nicht rausfliegt. Auch wenn man denn eine blöde Latenz hat. Also Relog ist hier definitiv nicht angesagt. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt kommt dann gleich der Rift-Boss. Jetzt kommt es halt immer darauf an, wie lange ich für den dann noch brauche. Also ich hatte hier gehört, ob es stimmt, weiß ich nicht, dass das Ganze hier bis Level 100 gehen soll. Wenn dem so ist, dann denke ich mal, ist das nur mit einer Gruppe machbar. Oder halt auch mit einem verbesserten Gear, weil wenn das jetzt hier, wenn die Schwierigkeit hier stetig ansteigt, dann ist halt da irgendwo auch eine Grenze erreicht. Also sowohl vom Schaden als auch von der Zähigkeit. Aber wie hoch das jetzt wirklich alles geht, das weiß ich selber nicht. Also das müsste man ausprobieren. Das Höchste, was ich gesehen hatte, was einer im Chat verlinkt hatte, war 25. Was hatten wir hier? Ja, schon 3,4 Milliarden. Das ist schon ordentlich. Aber ich denke mal, das müsste ich vor der Zeit noch hinkriegen. Da ist es dann halt echt zum Überlegen, ob man nicht ne Ding mitnimmt. Eine Magierin, Schmelzofen mit rein. Dann gehen solche Rift-Bosse wesentlich schneller. Und umso höher man spielt, umso sinnvoller ist es wahrscheinlich dann auch. Selber würde ich es jetzt nicht anziehen, weil man, wie gesagt, hier das Gear nicht ändern kann. Und für die normalen Ads ist es dann eher kontraproduktiv, wenn man eine Zweihandwaffe anhat. Aber für den Rift-Boss auf jeden Fall. Also sprich, wenn man die Magierin anhat, also die Magierin dabei hat, dann macht die ja den Hauptschaden einfach dann über diesen Schmelzofen.
Das mit dem Balken finde ich schon ganz gut, aber ich hätte gern auch noch einen genauen Timer, wie viel Zeit man genau noch hat. Das wäre eigentlich ganz, ganz nett noch. Sehe ich hier. Ah, doch, verbleibende Zeit. Okay, das sieht man sogar. Zu früh gemeckert. Dann immer, wenn man hier so ein Tier Drift fertig hast, dann sieht man nochmal ein Ranking, wie hoch man ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Gesamtranking ist oder wie das skaliert. Vorher war ich mal Platz 700 bei irgendwas. Ach schön, da sieht man die letzte Minute. Okay, das haben sie echt gut gemacht. Sowas habe ich mir vorgestellt, ja. Dass man da weiß, wann es eng wird. Aber ich brauche halt hier extrem lang für den Boss. Da seht ihr hier 671. Über die Achievements braucht ihr euch nicht wundern. Hier auf dem PTR ist es so, dass man komplett die Achievements nicht hat und dann nach und nach immer ein paar angerechnet kriegt, wenn man irgendwas macht. Deswegen ploppt hier eigentlich ständig was auf. Jetzt gucken wir mal, was ich für ein Key gekriegt habe. 24. Schau an. Da geht wieder ein bisschen höher das Ganze. Ja, dann werde ich das Video an der Stelle beenden. Ich glaube, den 24er Run mache ich auch noch. Vielleicht lade ich ihn auch hoch, je nachdem. Aber ich denke mal, da wird es schon extrem eng. Also, da muss man mal gucken. Ah, ich habe mir auch gemerkt, wie viel EP ich hatte. Und zwar waren es 112 Millionen hatte ich. Und ich war jetzt hier drin 23. Fast eine Viertelstunde, ja. Also die Dinge sind anscheinend immer eine Viertelstunde offen. Hat jetzt dann im Endeffekt in einer Viertelstunde 600.000 EP gemacht. Ich nehme einfach an, dass das umso höheres Level des Tier Drift ist, umso mehr EP bringt. Kann man sich mal ausrechnen, was man dann in einer Stunde an EP da machen kann. Ich denke mal, es könnte ganz effektiv sein. Umso höher man kommt, umso mehr macht man natürlich an EP. Gut, soweit. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben, beziehungsweise ich mache noch mehr PTR-Videos, beziehungsweise andere Diablo oder auch WoW-Videos. Könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr Lust habt. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tilla. Ciao.